Was geht ab, ihr Geinschnittchen? Willkommen zur Staffel 4, erste Folge von mehreren Folgen des Nerd-Quizzes. Und mit dabei, dürftet ihr jetzt auch sehen, sind Christian, Jay, Sebastian, Peter und als Gast für zwei Folgen haben wir den Paluten mit dabei. Hallo, Palo. Hallo. Hallo, schönen Tag. Hallo. Hi. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. P-Dizzle, ja. Und wir haben als heutiges Thema der Show haben wir Game of Thrones. Ah, haben wir es doch genommen. Krass. Oh. Und wie immer besteht das komplette Nerdquiz aus einem Fragenteil und anschließend aus einem kleinen Videoteil. Und wir beginnen mit dem Fragenteil, ja? Wie heißt nochmal der mit den blauen Augen? Was? Nee, das ist nicht Papa, die Frage. Papa Stumpf. Ja, wie heißt nochmal der mit den blauen Augen? Nein. Fragen können grundsätzlich in Deutsch und Englisch beantwortet werden. Da habe ich, weil ich mir nicht sicher war, wer was im Zweifel in welcher Sprache gesehen hat, ja? Aber macht auch nichts. Wir fangen direkt mit der Frage 1 an. Wer geht als Gründer des Hauses Stark? Kann er das jetzt nicht sagen? Genau, ne? Ach ja, wie hieß der denn nochmal? Der Gründer. Fuck. Der Gründer. Ich glaube, wer heißt denn hier der Iron Man? Es war ein Wolf, ne? Tony Stark, richtig. Tony Stark war's. Tony Stark. Okay, warte mal, ich schreib mal. Alle Fragen basieren auf der Serie und nicht auf den Büchern. Okay. Der Nachname reicht, oder? Nee, der Nachname reicht nicht. Ich hätte gern den Vornamen. Also, den Titel müsst ihr mir jetzt nicht geben, aber den Vornamen hätte ich zumindest gerne. Wer den Titel komplett weiß, kriegt nochmal Props, aber keinen Extrapunkt. Alles klar. Keine Ahnung. Das ist direkt die erste geile Frage. Also, ja. Ich glaube, ich werde einfach so untergehen. Verdammt, wenn ich jetzt der Einzige bin, der das nicht weiß, direkt nee, am Anfang nee. Packt. Aber nee. Warte, ich habe keinen Schimmer mehr. Nerdquiz versagt. Ich habe überhaupt gar keinen Plan von Hintergründen bei Game of Thrones. Okay. Also, alle haben geantwortet, ja? Ja, Daenerys Targaryen. Ja. Gut, keiner hat's richtig. Ich trage schon mal eure Punkte ein, ja? Er heißt Brandon Stark. Brandon oder Renton? Brandon. Okay, und da du jetzt so ein kluger, Moderator bist, kannst du jetzt genau sagen, wer Brandon Stark denn ist? Brandon Stark, auch Brandon der Bauer oder Brandon the Builder oder Brand der Bauer. Ach ja, doch. Ja? Lol, ich hatte Erik der Bauer davor stehen. Oh mein Gott. Es war echt Brandon der Baumeister. Ja. Wird in der ersten Staffel der Serie von Game of Thrones erwähnt und er starb 8000 Jahre vor der Handlung der Serie und zählt halt zu den ersten Menschen. Aber er wurde halt, wie gesagt, direkt in der ersten Staffel erwähnt. Ja, wird ganz ja das stimmt. Aber die erste Staffel, ja, die habe ich nur erwähnt. Wir können gerade mal irgendwie ein paar Worte von sich geben. Wir haben gerade Feuer entdeckt. Ey, ich gründe jetzt das Haus. Und baue eine Mauer. Das ist ja automatisch, wenn du deinen Penis benutzt. Okay, okay. Gehen wir zu Frage Nummer 2. Und da gibt es nur eine Punktzahl, wenn man es korrekt hat. Rechtschreibfehler sind aber okay. Ja, aber wenn man es ansonsten alle drei weiß, und zwar, wie heißen alle drei Drachen von Daenerys Targaryen? Ach Gott, ich bin bei Namen angeht. Ja, ich bin unglaublich bin da genau ja, der das ändern wir für. Aber gleich noch. Ist ja gar kein Problem. Christian, okay, nice. Ich würde ja gerne richtig darauf antworten, aber da kann ich nicht. Tabaluga, boah, wie ist denn der andere? Der eine ist bestimmt Ron, der ist hässlich. Ron, Tabaluga und, keine Ahnung, Darth Vader oder so. Warte mal. Ja, also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe alle richtig. Echt nicht? Also ich habe drei Namen aufgeschrieben. Ist kein Scheiß. Okay, alle haben... Ich glaube, ich weiß die richtige alle haben was alle haben was geschrieben, ja. Der ist voll der GOT. Wunderbar. Track, also meine Lieblingsantworten, damit ist die Frage geschlossen, sind Honey und Nani und der eine ist eh down. Gibt's auch Chip und Chap und die geile Maus. Kevin, Chantal und Frodo. Tick, Trick und Track. Die waren natürlich alle falsch bisher. Und Jared hat sich Richtung mit Drogon, Viserion und Rhaegar. Respekt. Der hat nämlich, nach ihren Vorfahren, Geschwistern oder benannt. Verwandten, sagen wir Verwandten. Ja, Verwandten, ja. Ja, achso, ja, stimmt. Aber da hätte man aber nur die Namen halt wissen müssen. Der eine Verwandte hat die doch die ganze Zeit betatscht, oder? Ja.
Ja. Einmal der Bruder, einmal Karl Drogo und einmal sei ihr Bruder Rega. Ja, ja, genau. Genau. So, wir kommen zu einer... Eine Frage habe ich noch. Hattest du am Anfang, ich habe nämlich vielleicht nicht so ganz zugehört, darauf hingewiesen, dass es eventuell Spoiler geben könnte. Oh. Ja, das kommt in dem Disclaimer. Okay. Wir kommen zu einer Schätzfrage. Ja, uff, und zwar, da kann nur einer gewinnen. Easy. Das ja? Ja, also der am nächsten dran ist. Dran. Okay. Ja, und zwar hätte ich gerne eine Angabe in Metern. Wie hoch ist die Mauer oder The Wall? Oh! Okay, das ist. Bei Ostwall oder wo? Aktuell. Also, das musst du jetzt schon präzisieren. Traum. Okay, dann bei Castle Black. Okay. Oh also hätte ich das nicht gesagt, hätte ich darauf pochen können, hätte ich noch einen Punkt gekriegt. Ey, da hätte ich mir der fällt drei können. Sekunden runter, mal die Erdbeschleunigung. Ja. Nee, warte, das macht ja aber gar keinen. Du hast den Cut nicht mitberechnet, Sepp. Das ist ja, das kann sein. Das ist schwierig. Also man sieht ja nicht, wie er aufprallt, also kann auch länger sein als drei Sekunden. Boah, Alter, darf man auch Kommazahlen nennen? Du kannst von mir aus auch Kommazahlen nennen, aber die Stelle vor dem Komma ist ein ganzer Meter. Okay, ich hab ein ganz wichtiges Ding. Nach dem Komma ist, glaube ich, auch nicht so wirklich relevant. Ich habe auf jeden Fall die relevanteste Antwort von mir. Also du hast gesagt, es kann nur einer gewinnen. Was ist denn, wenn beide die komplett gleiche Antwort geben? Ja, okay, stimmt. Dann gibt es natürlich zwei Punkte. Beide aber okay. Punkt nur. Wird nicht passieren. Kann natürlich passieren. Also alle haben eine Antwort gegeben. Ja? Ja. Okay, damit loggen wir ein. Oh Gott. Und die Wall ist 213 Meter hoch. Oh. What? Alter. Ich dachte, halt so hoch wie der Mont Blanc oder so. Und damit ist der Mont Blanc. Sebastian mit 342 nein! am nächsten dran. Nein! Was habt ihr denn alles? 360. 3000 Meter. Ich 69. Der hat 69, ja. Ich hab am Anfang 69. Alter. So, das ist ja die Mauer, die Trump bauen will. Ja, der hat die aber noch nicht gebaut. 69. Das 3000. Er hat zwei Riesen übereinander und dann schon vorbei. Krass. Ja, auf jeden Fall, der Punkt hat selbst sich ersnackt, yes. Ja. Ist ja schon mal ganz nett. Das ist ja eine richtig enttäuschende Mauer. Es tut mir sehr leid, dass du. Ja, ich werde mit denen nochmal reden. Also, mach das. Ich baue die nochmal nach. Okay, wir fragen, aber kommen wir zur nächsten Frage, ja, und zwar, wie hieß Hodor denn eigentlich früher? Ach du Kacke. Boah, Alter, ey. Da kramst du aber wieder was raus. Holy moly. Ja. Also Rechtschreibfehler, wie gesagt, sind nicht ganz so schlimm, aber man muss zumindest aber erkennen darf können. Man schreiben, man muss es nicht mit UE umschreiben, oder? Ja, du kannst auch Ü schreiben. Okay. danke, Sepp. Gut, dass du nochmal nachgefragt hast. Okay. Ist hier so? Alter, keine Ahnung, Mann. Double B war das nämlich. Alter. So, ich würde sagen, damit sind alle mit bis auf Christian fertig, oder? Ne, jetzt sind alle fertig? Okay, gehen wir durch. Die richtige Antwort hat keiner, ne? Weil sein richtiger Name war Willis, also W-Y-L-I-S. Ach ja. Und wir haben Peter als Antwort, Benjamin Blümchen, Gustav Echtzeit, Pippi Langpimmel und Gandalf. Oh, schöne Antwort. Ja, kein Punkt für keinen. Kein Punkt für jeden, so rum. Und, was macht der denn da für Fragen? Kommen wir zur letzten Frage des Fragenteils. So, ja? Schön, das ist ja gut. Dass wir schon so viele beantworten konnten. Du kannst froh sein, du hast wenigstens schon eine. Ja, du hast ja eine. Ja, aber du hast ja, die immerhin. Einzige, du bist der Einzige, der eine Frage beantwortet hat. Ich ja, eine. Nee, Sepp hat auch eine, die Mauer. Ja, aber die haben wir ja nicht beantwortet. Okay. Die letzte Frage ist, was hat Ramin Djawadi mit Game of Thrones zu tun? Wer ist das denn? Das hätte ich gerne von dir gewusst. Aber, kannst du den Namen wir schreiben... Sagen? Ich kann euch den Namen sogar Ramin einmal Djawadi zeigen.
Ja, das bringt mir nichts. Okay. Achso, ich habe mir gerade den TS einmal gezeigt, wenn du willst. Samin Javadi, okay. Genau. Was er damit zu tun hat? Genau. Das ist so der, der am Set immer die Brötchen bringt, oder? Ja. Aber ist das ein Typ? Hoffentlich. Ist das ein Typ? Ja. Der Typ heißt auch Typ. Ramin Javadi. First of his name. Okay. Die sind fast alle immer first of their name. Das finde ich auch total witzig. Super selten, ja, dass das mal so der dritte ist oder so. Ja, dann steht das, glaube ich, nicht im Namen einfach drin, oder? Ich meine, niemand sagt ja 25. des Namens. Dann lässt du da draußen und machst lieber was anderes. Das stimmt. Es könnte... Ja, Palle, bereust du es schon? Ach! Marginal. Ich wusste ja, dass mein Vermögen, Sachen an Sachen zu erinnern, immer so ein bisschen problematisch ist, aber bis dato... Hattest du denn das Thema? Bitte? Hattest du denn das Thema vorher? Nee. Ich nehme auch nicht. Also, hast du denn Game of Thrones wenigstens gesehen? Ja, das hat er. Oh, jetzt alles gespoilert. Ich bin bei der ersten Staffel, vierte Folge. Und, Nein. Das ist Quatsch. Das ist gelogen. Ich hab dich extra noch... Ich hab gestern gefragt. Aber ich wusste halt nicht, dass es der komplette Block nur über Game of Thrones ist. Ich dachte, das wird so durchgemischt. Dementsprechend, kommt ja vielleicht noch. Gut, okay, damit haben alle geantwortet. Wir haben alle geantwortet, dann ist die Frage jetzt Schluss. Und wir haben eine richtige Antwort. Oh, was? Was? Ist es wirklich... Ja. Er ist der Komponist! Er ist der er ist seit 2011 ist Ramin Javadi zuständig für die Musik bei der erfolgreichen US-Fernsehserie Game of Thrones und Person of Interest, falls das irgendjemand interessiert. Der hat auch Warcraft gemacht, ich beispielsweise. Hab's mir fast gedacht. Der hat das ganze Warcraft zum Warcraft-Film hat er alle Lieder gemacht. Genau, hat er auch. Weißt du das? Ja, das frage ich mich. Weil ich mich. Nerdquiz? Peter. Und zu Westworld hat er die Musik auch gemacht. Oh, krass. Und weißt du, dass der Jay Wains of Kestum mir durchgehend in Dauerschleife hört? Möglicherweise wusste ich das halt auch größtenteils, weil ich das im Urlaub immer ausgesucht habe. Ja. Da stand immer Ramin Javadi ganz groß drauf. Also damit ist der Fragenteil beendet. Ja? Wer kommt zu einem Zwischenpunktestart von Peter 0, Christian 0, Jay 2, Sepp 1 und Paluten 0? Da könnten wir meinen Punktestand nochmal überprüfen. Ja, ich teste ihn heute. Ich guck nochmal. Ja. Null. Videobeweis. Okay. Es sind leider null, ja. Okay. So, und ich habe euch wie immer ein kleines Video geschickt. Ja, da geben wir jetzt hin. Damit wir da natürlich weitergehen können. Natürlich ist auch da das Thema immer noch GOT, also Game of Thrones, ja. Und wir fangen mal mit dem ersten Clip an und danach stelle ich erst die Frage, ja? Ich zeige euch jetzt einen Clip, der geht 2 Sekunden lang, sagt mir, welche Folge, welche Minute, welche Staffel. Das wäre cool. So, also deswegen Obacht, ne? Jetzt geht's sofort los. Schlecht, die erste Staffel habe ich das letzte Mal 2010 gesehen. Wow. Da macht er den Cut. Die große Frage ist nämlich, unter welchem Namen wurde das gezeigte Baby geboren? Wir wissen alle natürlich, das auch noch als Tipp, dass er allseits bekannt ist als Jon Snow, ne? So viel sei verraten, aber wie ist der Geburtsname? Das hätte ich jetzt doch gewusst. Aber... Und du hast halt echt den Cut, wo genau dann auch Jon Snow zu sehen ist. Ja. Machst du weg. Okay, das kann mich voll drauf gefreut. Mein erster Punkt werden. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Also Rechtschreibfehler zählen was nicht. Was willst ne? du genau haben? Ich hätte gern Nachname oder ja, Nachname? Den vollen Namen. Ach, den kompletten. Alter, du weißt schon, dass der irgendwie 76 Anhängsel hat, ne? Nein, hat er nicht. Ich weiß nicht. Ihr sicher? Safe Call! Irgendwie so. Kein Scheiß! Also das offizielle GOT-Wiki sagt was anderes. Na, ich darf das Handy jetzt nicht rausholen. Vollnamen weiß ich nicht. Ich mach keinen Quatsch hier.
Alle so ruhig. Okay. Ja, ich glaube, wir sind alle eingeloggt, oder? Also nicht. Wir haben alle eingeloggt, ich gucke mal. Okay, alle sind eingeloggt. Es ist nicht John John. Und auch nicht John Stark, es tut mir leid. Und Peter, du hast leider auch nicht ganz korrekt, aber zwei richtige Antworten, es ist Aegon Targaryen. Ja, da ist der Punkt. Yes. Sehr gut, Palle. Danke, danke, Jay. Aber ich hab letztens ein Bild gesehen, wo Kit Harington ein T-Shirt getragen hat, wo halt sein voller Name drauf stand. Da stand halt Aegon Targaryen. Ach so. Tausend sagen ja irgendwie so von wegen hier, ja. Ich bin Chef der Nachtwache und ja, Wiederbelebter. Und das wurde ja nicht geboren. Ja, genau, bei der Nachtwache war der doch gar nicht bei der Geburt, oder? Ja, okay. Ja, gut, damit haben trotzdem. Ich hab zwar noch nichts richtig beantwortet, aber so viel weiß ich. Damit haben Palle und Jay jeweils einen Punkt. Was denn mit die No? Wie schreibt man denn Targaryen? Ich bin sowas, ich werde total froh sein, wenn ich einen Punkt überhaupt in diesem ganzen Ding habe. Ja, bin ich auch ziemlich froh darüber, dass ich überhaupt einen Punkt habe. Weil ich habe die Serie zwar gesehen, aber. So. The Background ist halt echt hart. Weil die Folge immer geguckt hat. Das geht jetzt. Nee, stimmt nicht, die erste Staffel habe ich zweimal. Weil das hätte ich ja auch eiskalt falsch geschrieben. Ich habe erst John Targaryen gedacht. Wir gehen weiter. Aber das war nicht richtig. Nächster Clip für euch. Stimmt, John Targaryen wäre auch falsch gewesen. Ja, deshalb. Yeah, I leave you. Ach, Parker. Thank you for bringing me. Any man of Braavos would have done the same. Valar Morghulis. Valar Dohaeris. Schon lange nicht mehr gesagt. Na, schon lange nicht mehr gesagt, ja. Aber wie heißt das gerade gezeigte Haus? Wieso war das so klar, dass die Frage kommt? Ja, Deutsch und Englisch sind beide okay. Sau lange her. Boah, Alter. Ja, ich hätte auch gesagt, das ist so eine Zisterne da. Schwimmbad. Ist das nicht das Krematorium? Ja, das Krematorium von Braavos. So sieht's aus. Das war doch das Arkham Asylum, oder nicht? Hä? Bin verwirrt. Da. Ja, keine Ahnung. Bam, bam. So, wir haben drei eingeloggte Antworten. Sepp und Palle fehlen noch. Hab angelockt. Okay, Fall hat angelockt. Oh, fuck! Oh, Mann, ich hab mir was verschoben. Oh ja. Er drückt einfach STG und Z. Oh. Ah ja, stimmt. Das macht ja voll Sinn. Ich wollte nur das schreiben. Okay, gut. Damit haben alle eingeloggt, ja? Alle sind falsch. Ach was. Obwohl wir mehrfach House of Faceless Man oder Haus des gesichtslosen Gottes haben, aber es ist das Haus von Schwarz und Weiß oder halt The House of Black and White. Nein, so hieß die Folge sogar. Das stimmt. Ja, natürlich stimmt das. Wäre auch schrecklich, wenn das nicht stimmt. Nein, dass die Folge auch noch so heißt. Man sieht ja auch noch die scheiß Tür. Oh. Ja, wer nennt denn sein Haus wie seine Tür? Ja, jetzt was weiß ich zu 100%. Ich wohne im Haus auf Glasfuhr. Ja, das wirst du nicht mehr vergessen, Jay. Ja, Jay, wie kannst du... Da wurde übrigens Black and White entwickelt. Ich weiß, glaube ich, auf Anhieb nur einen einzigen Folgentitel. Und der hat mit einem Kampf und Bastarden zu tun. Moment. Wow. Gut, aber wenn die Black and White entwickelt haben, dann würde ja Peter Molyneux diesem Irrenhaus da entspringen. Ja, Peter Molyneux ist auch übrigens nur, der ist ja auch nur einer. Der zieht einfach die Masken auf und ist dann das Nein. Und programmiert selber. Wir gehen weiter ins nächste Video. Ja, stimmt. So, Your Grace. Yes? Tell me a secret. Hello.
Na? Wie heißt die Katze? Genau. Wie heißt die gerade gesehene Katze? Echt jetzt? Ja. Was? Ist nicht dein Scheiß Ernst? Doch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die deutsche Übersetzung, die ist ja echt schrecklich. Muss ich sagen, der Tommen hat am Anfang geguckt, als wenn er gerade beim Wichsen erwischt wurde. Boah, ich wusste gerade nicht mehr, dass das Tommen war. Also, beziehungsweise ich kannte den Namen nicht. Ja, aber ich hatte gerade gedacht, wer. Ich wusste wirklich gerade nicht mehr, wie der heißt. Aber danke, dass du jetzt Tom gesagt hast. Katze heißt bestimmt genauso. Ja. Tommen, der Tom. Nee. Ich wusste da tatsächlich mal, weil das immer in dem Reddit-Forum so ein Meme ist, wenn die sich nachher über diese Folge unterhalten haben, ist immer diese Katze genannt worden, aber ich weiß es nicht. Boah, dann hast du den Namen zumindest schon mal richtig gehört. Ja, da war immer Hauptsache geht es. Den habe ich auch bestimmt mal gehört. Aber ist das ein Kater oder eine Katze? Wobei, das würde zu sehr helfen, ey, das hat man lieber. Okay, alle haben eingeloggt, glaube ich, ja? Also irgendjemand von euch weiß das. Es hat keiner richtig. Ach. Wobei ich Wuschelmaus immer noch ganz schön finde. Aber es wäre Sir Pounce im Englischen gewesen oder im Deutschen Sir Pfote. Ah. Was? Ja, ich musste die Deutschen ja auch gucken, weil ich weiß, der Jay hat ja nur in Deutsch geguckt hat. Sir Pfote, ey, was ist das? Aber ich wusste nicht, dass es Sir Pfote ist. Ich wusste Sir. Aber das war's. Immerhin. Das ist schon mehr als wir alle. Ich hab den Namen nie gehört. Du guckst dir so eine Serie an, wo Menschen die ganze Zeit am Vögeln oder am Rumschlachten sind, weißt du, und merkst du den Namen der Katze. Gut, kommen wir zu was wahrscheinlich deutlich einfacher. Boah, endlich. Ja. Boah, krass. Ja, ich glaub schon. Der Alte erstmal wieder hingesetzt, ja, und natürlich würden jetzt viele erwarten, ob es denn die Wahl zum Lord Commander war. Aber ob das zum Beispiel die Frage wäre, aber das wäre viel zu einfach gewesen, ja. Das wäre zu einfach. Also, es war natürlich die Wahl zum Lord Commander, die Jon Snow natürlich gewonnen hat, aber die Frage ist, und das ist jetzt die Schätzfrage, wer am nächsten dran ist, kriegt den Punkt zum wievielten? What? Ja, zum wievielten? Zum wievielten Lord Commander wurde der gewählt? Of the Night's Watch. Das weiß ich. Du hast gesagt. Alter, Peter. Du hast gesagt, das ist eine einfache Frage. Das ist einfach nur eine Schätzfrage. Die ist, glaube ich, auch relativ einfach. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich nah dran bin. Oder nicht? Ich habe Scheiße, Moment. Das überlege ich gerade. Also, wer am nächsten dran ist, kriegt den Punkt, alle anderen nicht, ja? Man hätte da richtig böse Sachen reinshoppen können, als der da. Ach, egal. Ja, hätte man. So, Chris, Sepp. Gurke zum Beispiel. Boah, ich weiß nicht mal, seit wann ist die. Egal. Ich weiß auch nicht, seit wann die gibt. Nee, die Mauer, also das könnte man ja irgendwie dann. Ich hab keine Ahnung. Nee, das ist nicht richtig. Aber egal, nachdem die Mauer irgendwie nur 12 Meter hoch ist, bin ich so völlig. Okay, also niemand möchte nochmal was ändern, ja? Nee. Alle sicher? Okay. Nee. Dann darf ich hier schon mal verkünden, dass Sebastian mit 200 gewonnen hat. Boah, was? Ist der 200? Wusste ich es doch nicht. Nee, ist der. Nee, der 998. Oh! 998. Leute, ja, ich dachte, das wird. Wie lange gibt es den Kram denn? 8000 Jahre. Genau, 8000 Jahre. Das hat er ja vorhin gesagt. Warum hatte ich denn die 199 im Kopf? Ich hatte 99 im Kopf. Ja, guck mal, wir waren nah dran. Aber also, wenn es die 8000 Jahre schon gibt, Jungs. Ja, dann ja, 998. Wie lange leben die denn dann? Er war auf jeden Fall kurz vor einem Jubiläum, das wusste ich. Ja, genau. Ja. Hättet da mal noch einen neuen dran gepackt, Junge. 57 Jahre wäre auch ein Jubiläum gewesen. Aber ich war auch weit daneben, also, naja. Naja, gut. Dann, nächste Frage. Das ist sehr einfach gewesen, die Frage. Ich hoffe, also bei der bin ich mir jetzt sicher, dass die sehr, sehr einfach ist. 100%. Da gehe ich mir davon aus, dass jeder einen Punkt kriegt. Okay, ich hab nicht mehr gewusst, wie der Alte hieß. Das war doch der Vater von dem, der auf die Dings steht, oder? Bloody oath. Ja.
Be gone now, Arya. Come with me. Run. The first sword of Braavos does not run. What do we say to the god of death? Ja, was sagen wir denn zum Gott des das Todes? Das weiß ich! Kacke. Hä? Deutsch und Englisch ist beides okay. Boah, Junge! Was? Ja, was sagen wir zum Gott des Todes? Amen. Ja, okay. Keine Ahnung. Atomkraft, nein, nein. Ja, genau. So, wir haben. Okay, alle haben das eingeloggt. Haben alle richtig. Okay, also wir sagen. Also auf jeden Fall richtig. Wir sagen nicht Backofenpommes. Und wir sagen auch nicht Moin. Wir sagen auch nicht Moinsen, Alter. Und wir sagen auch nicht. What do we say to the god of death? Valar Morghulis? Nein. Tun wir ja, nicht. Wir sagen natürlich, Peter, not today. Ja, aber. Oh. Es war echt not today. Natürlich. Das wissen alle. Aber ich dachte, klar. Der lässt sich jetzt da niedermetzeln und sagt dann. Dann sagt er doch nicht not today. Ach Mist, das hat nee. Arya sagt er hätte not auch today. Gar nichts. Und du antwortest. Er hätte ja auch gar nichts gesagt. Der Cut kam ja schon vorher. Ja, weil das voll der beflügelte Wort aber auch war. Das haben die immer, das hat er immer wieder wiederholt. So ein Scheiß merke ich, weißt du, aber die Namen von irgendwelchen Fotzen, die kann ich mir nicht merken. Ja, mein, kannst du dir das merken, Peter? Ja, echt mal. Gut, gehen wir zu nächsten. Wie hieß denn der Typ nochmal? Ja, das habe ich auch überlegt. War das gegen den, der gekämpft hat? War das noch der alte Schauspieler? Das war Meryn Trant, glaube ich. Was? Trant? Oder das war doch der Stadtwachen-Typ. Der die kleinen Kinder vögelt. Ach ja. Ja, genau. Ja. Gut, wir gehen weiter. Frage 6 aus dem Videoteil. House Mormont has kept faith with House Stark for 1,000 years. Oh nein. We will not break faith today. Au. Thank you, my lady. How many fighting men can we expect? Na? Na. Wie viele können wir denn erwarten? Verdammt! Was? Also, wie viele Leute dürfen die Starks durch ihre Verbündeten der Bäreninsel empfangen? Schätzfrage. Du meinst von Haus Mormont, oder was? Genau, Haus Mormont heißen sie im Englisch. Da weiß ich leider nicht, wie sie im Deutschen heißen. Sie heißen im Deutschen Haus Mormont, okay. Bin ich nur alleine mitgekommen? Okay. War das nicht so, dass der aus Staffel 1 der Kommandant der Nachtwache auch Haus Mormont war? Ja, ja. Das war der Vater von Jorah Mormont. Genau, ja. Der ist zurückgetreten von seinem Haus, um seinem Sohn Platz zu machen. Und dann hat sein Sohn Schande übers Haus gebracht. Und dann hat, glaube ich, die Schwester von Jorah das geleitet. Aber die kommt, glaube ich, in der Serie nicht wirklich vor. Ich hatte Mormont irgendwann mal gegoogelt, weil mich das interessiert hat. Und der besagte Vater war auch der... Er hat Jon Snow zum Steward gemacht von ihm an der Nachtwache. Stimmt. Das wie hieß denn der nochmal? Ja. Mormont. Boah, der hieß. Tja, krieg ich das jetzt so schnell raus? Doch da. Joah Mormont. Lord Commander der Nachtwache. Joah. J-E-O-R. Ah, okay. Joar, keine Ahnung, wie man es aussprechen würde. Egal, ihr habt getippt. Es ist auch nicht so schwer, sich die Namen zu merken. Joar. Ihr habt getippt und natürlich ist die richtige Antwort 62. Oh. Komm, ey. Ich dachte, das ist richtig, ich dachte, das ist eine Schätzfrage. 62? Ja. Ja, ist auch eine Schätzfrage. Ach so. Ja. Okay, also, ich dachte, wir müssen jetzt das genau wissen. 62.000? Nee, 62. Nein, also, wäre das dann ganz wenige. Da kriege ich ja mehr zusammen, wenn ich hier am Bahnhof frage. Komm, jetzt sehr aber meine. Und wir haben drei Leute, die zumindest nah dran wären. Chris und Sepp haben 5.001 und 6.000, meine ich, Entschuldigung. Wir haben, Jay hat 70, ja. Peter hat 69. Nein! Und Paul hat leider 38, da wirkt der Punkt auf Peter.
Oh. Jawohl! So eine Scheiße, Mann. Ich weiß nämlich doch, wie die danach sagt, wir sind ein kleines Haus, aber einer von Mormon kämpft so stark wie alle auf einmal. Ja, ja, bla bla, das habe ich mir auch gedacht. Es war halt absurd wenig. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass das das Haus ist mit dem meisten. Mit den meisten. Mit den meisten. Mit den meisten. Gut, vorletzte Frage der vierten Staffel des Nerdquizzes von der Folge 1. 5 Punkte. Tell me, will you let your little brother die because you're too proud to surrender? How do we know you have him? Oh nein. Okay, was kommt jetzt für eine dumme Frage? Was überbringt Lord Bolton, Sansa und Jon als Beweis, dass ihr Bruder noch lebt und in deren Gewahrsam ist? Oh fuck. Ah! Boah, ich bin mir sehr unsicher. Zeigst du die Auflösung? Ach nee, die Auflösung kommt nicht. Danach kommt direkt der nächste. Ja. Ihr müsst mir glauben. Kann die Müller-Fummer leider sein? Ihr müsst mir glauben. Schwere Frage. Zückt jetzt sein Handy und zeigt ein Foto, oder? Mit der Tageszeitung von gestern. Boah, ich hoffe, ich bin nicht ganz daneben, bitte. Ich habe keine Ahnung. Haben alle ich hab eigentlich damit gerechnet, dass ihr dem jetzt gleich den Kopf da einschmeißt. Nee, nee, der wurde mit dem Pfeil doch abgeschossen. Ah ja, von Ramsay. Oh nein! Oh nein! Okay, alle eingeloggt, ja? Darf ich? Ja, ja. Go for it. Wir haben 3 richtige Antworten. Ja. Aber falsch ist schon mal Geschlechtsteil. Sepp. Ja. Und Finger ist leider auch nicht korrekt. Christian. Ah, schade. Es ist der Kopf seines Wolfes und der heißt im Deutschen Struppel und im Englischen Shaggy Dog. Aber alles, was in Richtung Wolf geht, lasse ich gelten. Wuhu! Nice. Auch die Geschlechtsteile vom Wolf? Nein. Nein. Wie hieß der? Also Rickon war das, oder? Ja. Wie hieß denn nochmal der andere kleine Bruder? Brandon? Nein, die haben noch 2 kleine Brüder gehabt. Achso. Was ist denn mit dem eigentlich passiert? Den gibt's doch auch noch, oder? Der wurde einfach meinst, vergessen. Nee, das waren doch die beiden nee, Kleinen, das oder? Waren noch die beiden. Rickon? Und Bran. Bran. Der Seher. Das waren doch die beiden kleinen Brüder. Stimmt, die war. Stimmt. Gibt gar nicht mehr. Ich dachte, die ganze, es gäbe noch einen. Na, egal. Rickon war schon der unwichtigste von allen. Das stimmt. Ja, sicher. Wir kommen zur letzten. This cannot be forgiven. Our queen insists that one of you must die as punishment for your crimes. It always seems a bit abstract, doesn't it? Other people dying. Tja, die große Frage ist jetzt, wer stirbt von den 3? 1, 2 oder 3 oder müssen wir den Namen nennen? Ich habe sie unterteilt in links, Mitte, rechts, ja. Und es wäre cool, wenn ihr schreibt links dahinter Tod, Leben, Mitte, Tod, Leben, rechts, Tod, Leben. Also links, aber vom Bild aus gesehen. Ne? Genau, von dem Bild aus gesehen. Von ja. Von. Das was wir gerade. Also links ist der Typ mit dem Bart, ja. Nur damit das Ganze da in Grau gehalten. Das weiß ich. Huiuiui. Boah, ich kann mich an die Szene erinnern, aber. Boah. Der mit den Locken doch da vorne stirbt, oder nicht? Was ist mit dem 4. da ganz rechts? Hä? Okay, 2 Antworten fehlen noch. Das ist echt raten. Dann ist boah, eine 5 Frage, die sterben alle 3 oder so. Ja, irgendwie sowas war das. Ja, bestimmt. Boah, keine Ahnung.
Palle, bist du schon durch? Ja. Okay, bei mir steht nur ein Wort. Ja, Rechte. Der Recht stirbt, meint er damit, denke ich. Ja, oder der lebt. Also, du musst das ein bisschen konkretisieren, bitte. Okay. Ja, du hast doch gefragt, wer stirbt, oder? Hat er eigentlich gefragt, ja. Ja, ich habe doch erst dann gesagt, bitte eigentlich schreiben mit links Leben tot, Mitte Leben tot, rechts Leben tot. Du weißt doch, was der. Ja, warte. Ich war mir halt nur nicht. Ich wollte halt nur, dass jegliche Art von Missverständnis im Zweifel raus ist. Ja, weil sonst heißt es nachher. Ich bin durch Jay geprägt. Ich muss alles immer ganz genau machen. Was? Okay, das reicht mir gerade. Dankeschön. Gut, okay, alle haben geantwortet. Christian ist falsch. Geil, dann ist Palle auch falsch. Jay ist richtig. Yes! Sepp ist falsch. Peter ist richtig. Und Palle ist auch falsch. Also sind Jay und Peter richtig. Und es ist der in der Mitte überlebt. Die Mitte überlebt. Ja. Die zwei gehen drauf. Genau. Ja, der in der Mitte kniet sich so hin und dann kommt hier Snake Eye oder wie der heißt und schnitzt den. Grey Worm. Snake Eye. Gut, und damit kommen wir zu einem finalen Punktestand in dieser Folge von Peter 4, Christian 0, Jay 5, Sepp 2 und Palle 2. Und die Punkte nehmen wir dann mit in die nächste Folge, ne? Die es in ein paar Tagen dann zu sehen gibt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Haut rein, ihr geilen Schnittchen. Lasst einen Daumen da. Tschüsselü. Ciao. Tschüss.